herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stallgeschichten. Wenn euch das Projekt genauso gut gefällt, lasst ein Däumchen da. Seid wieder gespannt, was heute passiert. Hallo, Herr Bauer, einen wunderschönen guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Zwei Dinge. Zum einen, warte mal, da muss ich mal eben noch einen Traktor, den habe ich auf dem Beifahrersitz gestellt. Möchte ich Ihnen hier ganz feierlich etwas überreichen? Das ist aber nett, dankeschön. So ein kleines Geldköfferchen, hier bitteschön. Das ist doch immer schön. Ne, kann ich gleich weitergeben. Haben Sie die volle Summe quasi wieder. Ja. Andere Sache. Und zwar, ich bräuchte halt mal ein großes Feld. Und ich bin sehr, 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 sehr interessiert an Feld 76. Ich würde auch direkt bezahlen. Feld 76, das ist... Müsste ich nachgucken. Ich habe die jetzt alle hier im Kopf, die Listen. Ihr sagt, zur Not zahle ich auch gerne was mehr, aber ich brauche dieses Feld. Ja, aber wie gesagt, ich muss nachgucken, ich habe die ganzen Felder hier nicht im Kopf. Ja, alles gut. Mir einfach zu viele. Ja, ja, Teilbereich. Kann sein, dass da schon jemand reserviert hat oder so, müsste ich halt nachgucken. Das müsste dann geklärt werden. Ja, reserviert, gibt es nicht. Interesse angemeldet. Okay, jetzt gleich nachgucken. Bis jetzt habe ich ja noch ein bisschen Luftzeit. Wie gesagt, melden Sie sich. Und ich zahle auch hier ein Wort mehr dafür. Das kann ich auch so hinnehmen, aber wie gesagt, wir müssen erstmal nachgucken. Ich muss erstmal mit Herrn Schwartel zusammensetzen. Alles gut. Ganz Unterlagen abklären, das hatten wir auch noch nicht gemacht. Ja, alles gut. Sprechen Sie mal mit dem. Wissen sie auf jeden Fall Bescheid. Geld haben sie, bringen sie das schnell weg, bevor sie überfallen werden. Ich kann mein Auto abschließen. Ja, gut, das ist richtig. Nee. Ich werde mal nachprüfen. Ich werde mich gucken, versuch's zeitnah zu klären. Ja, das wäre ganz nett. Auf jeden Fall noch melden. Gut, top, Herr Brauer. Super. Ich wünsche Ihnen was. Ihnen auch. Frohes Schaffen noch. Jo, tschüss. Ciao. Ja, und die haben schon Ansprüche auf das Feld gepflegt, oder was? Dann kannst du direkt, anrufen. Der Landhandel stellt Anspruch auf alle anderen Felder. Alle anderen Felder. Nur falls sich nochmal einer überlegt, was zu kaufen. Also ich hatte ihm halt gesagt, von wegen Reservieren, sowas, also das ist sowas ja eigentlich gar nicht geben kann. Also ich kann verstehen, wenn es ein Vorkaufsrecht gibt, wenn man ein Feld gepachtet hat vorher. Ein Vorkaufsrecht, ne? Hast du auch, wenn du Erbe bist. Aber meines Erachtens wurde dieses Feld noch nie irgendwie verpachtet. Nee, das liegt brach, soweit ich weiß. Genau. Von daher dürfte das ja eigentlich gar nicht der Fall dann sein. Aber da kam halt auch nur, er muss das prüfen, bla 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 bla. Ja gut, der ist jetzt natürlich auch einer, der Beamten Mikado spielt, ne? Also. Trifft sich der Simon und der Brauer auf dem Flur. Na, kannst du auch nicht schlafen. Oh Mann. Bist ja schon ein bisschen knuffig, ne? Ich jetzt. Ja, genau. Knuffig. Ja, ja, ja. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich bin gar nicht salzig. Ich bin nicht salzig. Ich bin nicht salzig. Ja, gut. Aber immer, wenn er mit mir nicht mehr mit mir sprechen will, ne? Kannst du direkt. Ich weiß nicht, weil er hat mir das jetzt alles erzählt und ich wusste ja eigentlich, oder, ne? Ich habe das mit LKW nicht in Auftrag gegeben. Ja, dann trommel den direkt mal an. Unser Schadensersatz wird langsam fällig. Unser Schadensersatz? Ja, für die Fassbinder-Aktion. Nee, ich bin jetzt aber nicht euer Sprachrohr, ne?
Sind das schon wieder Sonderleistungen, die ich extra vergüten muss, oder? Nee, aber das finde ich ja dann jetzt Kindergarten. Wenn ihr miteinander reden wollt, dann redet miteinander. Muss ich da doch noch anständig tun, oder soll ich einfach nur mit ihm reden? Ja, du kannst meinetwegen auch gerne salzig mit ihm reden. Hör mal, ich habe damit kein Problem. Ne? Wenn die alle Krieg haben wollen, dann können die ja, gerne Krieg haben. Dabei. Ich zieh mit dir, auf jeden Fall. Ne, dafür bin ich viel zu alt, dass ich mich von irgendwelchen Leuten verarschen lasse. Ich bin bei dir. Nur aber jetzt, dass ich jetzt da nur anrufe und er mit dir nicht redet und du nicht mit ihm, das finde ich Käse. Ich rufe ihn an. Genau. Vater? Ja, Herr Schwachte, Grüße. Mal kurze Frage. Ja. Da du ja jetzt die komplette Verwaltung übernommen hast. Ich habe da schon mal mit dem Bauer drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob das nicht gefruchtet hat oder was weiß ich was. Ich hatte mal gefragt, wegen meinen Schadensersatzansprüchen. Wegen der Aktion mit dem Fassbinder damals. Welche genau meinst du? Welche Aktion vom Fassbinder? Wo der meinen Landhandel in die Luft jagen wollte? Stimmt. Ja, nee, mir ist gerade mich nur mit dem umgekippten, ja. Nee, ich rede nicht von dem umgekippten. Ich rede von dem, Erpressung... Ja, ja. Ne? Geiselnahme, Bombe und so weiter, von dem Zeug rede ich. Ja. So, und du wirst mir nicht glauben, was der Herr Brauer mir gesagt hat. Na, sein Lieblingsspruch, sehr. Er muss mal gucken. Genau. Mehr kann der Typ nämlich nicht. So, also, wenn ich mich jetzt direkt an den Bürgermeister, seinen Vorgesetzten. Ja. Ja. Alles gleich. Pack mal nach und dann... Also spät Nachmittag reicht mir. Krieg ich hin. Gut, freut mich. Ich melde mich. Hat ich ihm jetzt gerade mal erzählt. Ganz nett, so wie ich bin. Ja, was denn? Ja, mit den Schadensersatzansprüchen. Da fragt er wegen welchen. Ja. Also für welche Aktion vom Fassbinder? Ich sag mal, Bombe. Ja. Ach so, sagt er. Ja, das hatte ich schon fast verdrängt. Also konntet ihr vernünftig miteinander reden? Sagen wir einfach ja. Okay. Vielleicht habe ich frühzeitig aufgelegt. Okay. Ich habe gesagt, bis frühen Nachmittag reicht mir das, wenn er das weiß. Ja. Okay. Aber es ist ein Anfang. Ein Anfang wäre, wenn er einen besseren Job macht als der Brauer. Ich sag mal, du bist der Vorgesetzte vom Brauer. Tritt immer irgendwo hin. So, weißt du mich, was der mir gesagt hat? Nee, was denn? Ich sag seinen Standardspruch. Muss er sehen, muss er gucken. Ja, genau. Du bist jetzt Bürgermeister, musst du machen, nicht nur gucken. Richtig. Ja. Also, ziemlich zügig. Kriegst du zu viel bei. Die Messer schon gezückt. Wir wollen ihn nicht aufknüpfen. Das hätten wir vor der Wahl machen müssen. Nee, aber wegen Krieg. Der Krieg gibt es so oder so. Da geht kein Licht und gegen alles andere. Gegen den Rest der Welt. Ja. Wie weit bist du denn so mit dem Dreschen? Ja, ich bin schon dreimal rumgefahren. Hat das die richtige Zeit gemacht, telefoniert oder was? Nein. Großes Feld, kleiner Drescher. Und dann musste ich noch zum Landhandel laufen, mir einen Anhänger holen, wo ich das reinkippen kann, die erste Ladung. Hättest du anrufen können, ich habe was vorbeigebracht. Nein, ich wollte dich nicht belästigen. Belästigen, ich war ja auf dem Feld auf und ab. Ja, also alles von gut. Von der Spannung, da nimmst du nicht viel raus. Also. Na, no, aber alles gut. Ein bisschen Sport tut ja auch gut. Ach Gott, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, zwischendurch kriselt es ein bisschen vor der Augen, das ist richtig. Ja. Mal Pip, mein Jutster. Ja? Kurze Frage an dich, ne? Was denn? Im Krieg ist ja eigentlich alles erlaubt, ne?
Es kommt halt darauf an, wie weit wir gehen wollen. Bis zum Ende. Dann ja. Was hältst du denn davon? Du bist ja quasi mein Gewissen, du bist ja mein Engelchen, was bei mir auf der Schulter sitzt. Ja, ich kann aber auch Teufel werden. Ja, nee, das mache ich schon genug, ist gar kein Problem. Was hältst du denn davon, wenn wir uns eine zusätzliche Kraft organisieren? Eine zusätzliche Kraft? Ja, die vielleicht sogar noch Mechaniker Fingerchen hat. Generell können wir immer. Vielleicht Mechanikerinnen-Fingerchen. Ja. Wenn du den Wink mit dem dicken Zaunfall verstanden hast. Verstehe ich schon, ja. Oh. Könnten wir natürlich versuchen, ne? Meines Wissens hatte sie jetzt da nachgefragt, ob sie da bleiben kann, ne? Ja, gut, auch so einen Vertrag kann man kündigen, ne? Das ist richtig. Aber Hilfe, und gerade wenn wir jetzt auch ein großes Feld noch kriegen, können wir immer gebrauchen, ne? Eben. Ja, müssen wir mal mit dem Frau machen, sonst müssen wir die mal abfangen, wenn sie mal alleine ist. Ich weiß nicht, kannst du gut mit der oder was? Bist du schon mit der Badu? Also ich hatte auf jeden Fall ein bisschen was zu tun mit ihr. Das ist jetzt ja viel jetzt auch noch nicht, aber ab und zu mal. Außer Hallo, guten Tag, hatte ich mit ihr bis jetzt noch nichts zu tun. Ich hatte sie noch mal am Telefon gehabt. Aber sonst auch noch nicht so dolle. Aber wenn wir beide unseren Charme spielen lassen. Naja, mir ist gerade nicht nach viel Charme. Naja, komm, wenn du dein Ziel erreichen willst, dann musst du ja wohl mal ein bisschen Charme spielen lassen können bei einer Frau, damit die zu uns kommt. Was soll ich sagen? Liebelein, komm doch zu uns, oder was? Ja, zum Beispiel. Nee, da aus dem Alter bin ich raus. Ja, dann kommen wir halt nicht zu dem Ziel. Ich kann da mal ein nettes Wort fließen lassen, aber ich glaube, der Charmantere von uns beiden bist du. Ich bin da eher wie so ein Kaktus. Weil wenn du jetzt so salzig bleibst, dann verkraulen wir sie gleich. Naja, die andere Sache wäre, oder wir lassen die halt im Shop. Ja, als Infiltrationspartner quasi. Als okay. Doppel-Null-Agent, weißt du? Trojanisches Pferd. Na gut, dann müsste man. Nee, vergiss es. Du weißt schon, trojanisches Pferd hat Füllung. Und nee. Aus dem Alter bin ich raus. Da kannst du ja eine Hand annähern oder sonst irgendwas, aber da bin ich raus. Nee. Ich würde jetzt eher sagen, so als kleine Zecke. Ja. Ja, die quasi am Sack der Gesellschaft hängt. Aber auch das könnte man jetzt anders sehen. Gut, wir wissen was beide, was wir meinen. Ich glaube, wir lassen mit den Metaphern, das bringt nichts heute. Ja, aber dann würde ich, glaube ich, die Idee besser finden, sie herzulotsen. Ja, aber ich glaube, das gibt keinen. Ich glaube, die ist da zufrieden, weißt du? Ja gut, aber wir wären nicht zufrieden, bei uns zu arbeiten. Na gut, aber mit was willst du sie locken? Hör mal, der Simon hat bloß ein Plumpsklo. Ja, zum Beispiel. Kommst du im Aufenthaltsraum mit frischem Kaffee. Kommst du bei mir vom... Ach ja, das Plumpsklo, ne? Ja. Da besteht ja ein Vertrag. Es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren. Aber du musst natürlich immer noch dran denken, so ganz unabhängig sind wir ja auch nicht, ne? Oder wolltest du jetzt zukünftige Maschinen aus China kaufen? Nee, das war eigentlich nicht der Plan. Weißt du? Also ist ja, wäre jetzt was anderes, wenn der Fassbinder das jetzt Bürgermeister geworden wäre. Ohne Bier hätte ich leben können. Aber Simon ist nun mal der Händler, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe das schon. Also wir müssen schon, wenn wir Schachzüge ausüben, dann muss das schlaue sein. Also
man könnte, also die Formaten zu locken, würde ich jetzt, das könnte man ja so deichseln, weil meines Erachtens hatte sie doch ganz am Anfang gesagt, sie wollte Praktikum machen. So, keine Ahnung, warum sie sich jetzt auf einmal so spontan da entschieden hat. Vielleicht entscheidet sie sich ja nochmal um. Weißt du, wie ich meine? Also das könnte man dann noch so umsetzen, dass wir jetzt nicht die schwarzen Schafe sind. Wir sind so oder so die schwarzen Schafe. Ja, aber das sind wir seit Wochen, warum auch immer. Für alle. Das weiß ich schon nicht. Kann ich dir sagen, warum das so ist. Ich weiß nicht, was wir getan haben. Ich kann dir wirklich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll, weißt du? Ich bin da so ein bisschen, stehe da ein bisschen wie die Ochs vom Berg. Also so der erste Zug mit dem Feld fand ich eigentlich schon ganz cool. Ein Feldzug? Ja, 76. Wenn wir das kriegen würden. Da glaubst du selber nicht dran, oder? Ja, also eigentlich müsste es nachher eine Frage des Geldes sein, ne? Es ist normalerweise immer eine Frage des Geldes, ne? Wer kann einen Pott hinlegen, wer nicht? Richtig, und da sind wir jetzt im Moment auch nicht so gut aufgestellt. Da müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Nee, stimmt. 1,282 Millionen ist relativ knapp bei Kasse. Um jetzt noch mehr bieten zu können, als das Feld großartig kostet. Was ist das Problem? Das Feld kostet ja schon 1,2 fast. Weißt du, was das Schöne ist? Auch der Simon muss tanken. Die ganze Welt muss tanken. Ja, aber bis jetzt fahren die zur Tankstelle. Genau, und wenn wir die Tankstelle nicht mehr beliefern, dann ist der Arsch ab. Und dieser Preis in der Höhe. Ja, da kann man schon mal 10 Euro den Liter verlangen, ne? In Krisenzeiten. Und im Krieg. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, er kann uns halt auch nicht mit Monopolstellung kommen, weil die hat er auch. Das ist richtig. Deswegen, uns packt so schnell keiner mehr in die Hose. Ja, aber es wollen ja noch mehrere an unsere Hose. Wenn die BGA ja auch. Ja, was heißt die BGA auch? Wann wollen die denn an unsere Hose? Naja, mit den Anscheißen und rumerzählen, das war ja auch nicht gerade das Grüne vom Ei, ne? Na gut, sagen wir mal so, da muss man halt mal beim Land anrufen, ne? Wenn der Brauer sich da nicht drum kümmern, um die Tipps, die man ihm gibt, ne, dann muss man da schon, ich sag jetzt mal, Korruption, ne, in Betracht ziehen. Ne, verstehen wir uns? Ja. Aber da würde ich wahrscheinlich auch nicht auf Korruption tippen, sondern auch einfach nur Inkompetenz. Hab ich vergessen. Bitte? Hab ich vergessen. Ja, Inkompetenz. Dann sagt er, ich habe zu lang geschaut. Ja. Was sagt eigentlich die Uhr, mein Liebster? Die Uhr? Mhm. 12.19 Uhr. Deswegen habe ich so einen Hunger. Es ist Mittag. Genau. Vor allen Dingen, was will die BGA mit noch mehr Feldern? Die haben reifen Mais da stehen und schaffen das nicht zu ernten. Ja, ich denke mal größenwahnsinnig, ne? Um einfach zu zeigen, wer den Größen hat, ne? Na gut, aber was bringt denen das, wenn sie dann pleite sind?
Naja, die BGA verdient ja richtig gut Geld. Vor allen Dingen, wenn jeder Bauer jetzt bei denen verkauft, ne? Die machen ja jetzt alle in Excel gut. Alle machen in Excel gut, oder was? So wie ich das mitgekriegt habe, fahr doch mal durchs Dorf. Entweder siehst du nur Grasfelder oder siehst nur Maisfelder. Also irgendwie. Na gut, das ist ja kein Problem, ne? Das ist auch eine Sache für den Simon. Das ist die sogenannte Vermeisung, die ist nicht erlaubt. Genauso wie Grünflächen, die länger, ne, als ein Jahr Grünflächen waren, dürfen auch nicht einfach so umgebrochen werden. Ich hoffe, unser Bürgermeister weiß das. Zur Not werde ich halt mal mit der Nase draufstoßen. Deswegen, keiner legt sich mit dem Siginator an. Und du bist nicht alleine. Eben, das Imperium schlägt zurück. Okay. Hab ich mal gehört. Jetzt so richtig. Genau, ist Version 2.0, jetzt erst recht. Aber ein Erfolgserlebnis hatte ich heute, gestern Abend. Was denn? Na, als der Güni gesagt hat, dass der Imbiss nächste Woche aufmacht. Ja, das auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, endlich gibt's mal was Schönes, Leckeres zu essen und nicht immer das Brot. Und das Gute ist ja, wir haben Öl, wir haben Fritten. Und stimmt, der Bach hat sich heute noch ja nicht gemeldet. Wegen dem Auftrag, weißt du? Dass der Metzger genug Zeit hat bis nächste Woche. Ach so, ja. Das stimmt. Ich würde sagen, wenn du fertig bist mit Dreschen, ja, dann könntest du ihn ja mal jemand anrufen. Weil dann wäre deine Kapazität ja rein theoretisch erstmal frei. Ja. Wird gemacht. Ein bisschen brauche ich noch. Ja, ja. Ich bin ja auch noch nicht durch. Weißt du, was das Schlimme ist, Pip? Ja. Meine Gedanken, ne? Ja. Schließen quasi innerlich Wetten ab, dass nächste Woche der Imbiss immer noch nicht aufmacht. Okay, wieso? Weiß ich nicht, das sind böse Gedanken. Das sind aber echt böse Gedanken. Ich meine, das hat jetzt schon lange gedauert, ne? Aber. Ja, gut, das ist halt Stress mit den Genehmigungen und so, ne? Ja. Oder wollen die das nicht? Ich weiß es nicht. Böse Gedanken. Ich sage dir. Und der Böseste hat gerade gesagt, das Imperium soll untergehen. Was? Ja. Quatsch. Was hast du für Gedanken? Wenn ich dir jetzt sage, dass der Gedanke theoretisch für die BGA stimmt. Siehst du? Siehst du? Sag ich dann, siehst du. Gute Nacht, Yogi. Du musst mal echt deine Gedanken neu sortieren. Ich sage es dir doch. Aber das Problem ist, du kannst natürlich auch nicht jeden Gedanken aus deinem Kopf verbannen. Das ist ja auch blöd, dann bist du irgendwann alleine. Aber. Ja, das ist gerade. Ist alles nur Spaß. Ja. Gut, dass das alles nur Spaß ist, was sagst du dazu? Richtig. Wir machen euch fertig, Junge. Wir machen euch fertig. Alle. Ich glaube, insgeheim hast du gehofft, dass du das verlierst. Natürlich.
Du musst wissen, mein lieber Pip. Ja. Ne? Ordnung ist einfach viel zu einfach. Ja. Ich für meinen Teil bin das Chaos. Und das Chaos regiert immer. Und außerdem, ich hätte ja nicht gewusst, was ich mache, wenn ich hier König werde. Ich bin auch halt eigentlich nur wie so ein Straßenköter, der so einem Auto hinterher hechelt. Ich bin ein Macher, ich bin kein Planer. Ja. Deswegen war das mit dem Wahlkampf vorher auch für mich so schwierig, weißt du? Einfach machen, nicht lang quatschen, sondern machen. Und ich, ja, jetzt können wir machen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich das Auto gekriegt hätte, weißt du? Und ich sag dir eins, wie herrlich das wird, wenn wir dick, rund und satt, gut, das sind wir jetzt schon, aber fett und breit grinsend bei uns auf dem Landhandel sitzen. Ja. Ja. Schön vorne im Liegestuhl oder auf der Bierzeltgarnitur, schön am Grillen sind. Ja. Ja, und die Leute stehen vor der Schranke draußen und wollen rein und wollen Zeug kaufen. Und wir stehen dann, ah, tut uns leid, die nächsten 3 Wochen haben wir leider Urlaub. Ist gerade ganz schlecht. Wegen Bodennebel und so, weißt du? Wegen Bodennebel? Ja, ja. Ist gefährlich. Ja, wir müssen so eine Disco-Nebelmaschine da aufbauen. Ja. Und die müssen wir mit Trockeneis füttern, ne? Dann hast du Bodennebel. Ja, können wir machen. Urlaub hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, eben. Ne? Setzen wir uns da schön. Oder was weiß ich hier, kaufen uns das Häuschen hier, was direkt am Landhandel drumherum ist. Die haben einen kleinen Deich. Oder wir setzen uns in den Stadtpark oder so. So, mal schauen, ob ich ein Meindl erreicht kriege. Meindl, schönen guten Tag. Hallo, Schwarte hier. Hallo, Herr Schwarte. Ich habe die Sache mit der Entschädigung geklärt. Und? Das ging jetzt aber wahnsinnig schnell im Gegensatz zum Herrn Brauer, weil beim Brauer ist das bestimmt schon so 2-3 Wöchelchen her. Ja, das musste halt auch noch ausgewertet werden und die endgültigen Papiere lagen jetzt, glaube ich, 2 Tage vor oder so und die sind, lagen halt noch auf einem 2. Stapel. Ich würde auf jeden Fall vorbeikommen, weil sie müssten dann noch kurz 2 Sachen unterschreiben. Wo könnte ich sie gerade antreffen? Ich bin quasi am Landhandel. Alles klar, dann ich komme mal schnell vorbei. Gut, bis bald. Gleich. Bip. Digi. Ja, der Dingens kommt gleich vorbei. Der Dingens? Ja, der Simon. Ja. Wegen dem Schadensersatz. Okay. Und jetzt wollen wir ihn schlagen? Ja, daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Ach so. Aber ich mag deine Art zu denken. bist du in der Nähe vom Landhandel irgendwie gleich unterwegs? Nee, ich bin immer noch am Abdreschen. Wieso sonst? Aber du hast noch nicht so viel Zeug, dass du gleich mal abfahren müsstest. Es kommt jetzt auf an, wann. Wer hat gesagt, er wollte sich auf den Weg machen? Weil ich hätte jetzt, das sind noch 1,5 Bahnen. Ja, dann mach die 1,5 Bahnen fertig. Dann wäre ich so oder so fertig, weißt du? Grüße dich, statt hier schnell. Ich habe hier einmal alle Unterlagen mit dabei. Einmal hier nochmal das Gerichtsurteil, wo drauf steht, dass bei der Kontofindung nichts rumkam. Dafür die Entscheidung, welche Fahrzeuge halt versteigert wurden. Genau, dann hier die Unterlagen, dass bei der Versteigerung 275.000 eingenommen wurden. Und dass diese zu gleichen Teilen an euch und den Hof Matuschek ausgeteilt werden. YouTube. Dann, da würde ich halt jetzt schnell mal hier auf meinem Tablet die Überweisung fertig machen, in Höhe von 137.500. Ja, alles gut. Simon, wolltest du hier Kaffee oder was? Also ich würde einen trinken. Wenn du einen für mich hättest, gerne. Klar, für die Stürmer, weißt du doch.
Was möchtest du denn haben? Schwarz. Schwarz ohne Milch, ohne Zucker? Ja. So komplett ohne? Na gut. Ja. Da ist das gute Ding schon. Bitteschön. Danke. Ich glaube, ich nehme Eiskaffee. Eiskaffee ist auch gut. So, guck mal, dann bräuchte ich hier auf den beiden Dokumenten als links unten eine Unterschrift. Links unten? Beiden? Ja. Ja. Einmal. Zweimal. So. Ja, ein Dokument ist hier für dich. Wunderbar. Dann gibt es noch eine zweite Sache. Und zwar, als ich vorhin mit Pip telefoniert hat, kam das Thema mit dem Feld, was war das, 76, ja, 77 genau. Nochmal auf? Genau. 76, 77, ihr hört der BGA. Genau. Und zwar haben die, als die 76 gekauft haben, gleichzeitig noch einen Reservierungsvertrag aufgesetzt für die 77. Der läuft aber nur noch bis diesen Samstag. Ja, gut. Das heißt, wenn du mir jetzt, also, oder wenn ihr mir jetzt ein Angebot sagt, für den ihr das Feld kaufen wolltet, ich müsste dann auch gleich nochmal in den Unterlagen gucken, was da, oder ich müsste mich nochmal informieren, was da der Mindestbetrag ist, dann muss ich das Angebot der BGA nochmal vorlegen, also wie gesagt, die haben, oder gesagt, bis Samstag vorlegen. Und wenn die das für den Preis nicht kaufen wollen, dann kann ich das offiziell euch verkaufen. Juhu. Ja, gut. Ich würde mich da dann nochmal kurz mit Herrn Brau auseinandersetzen, was jetzt eigentlich die Kosten dafür sind, weil ich die jetzt die Tage oder jetzt heute und morgen erst die Unterlagen dafür bekomme, Stück für Stück. Ja. Und dann würde ich mich nochmal melden und wie gesagt, dann müssen wir dann ein Angebot fertig machen und wenn die das zu dem Preis nicht haben wollen, dann geht das offiziell euch, beziehungsweise wenn sie halt bis Samstag sich nicht dazu entscheiden, das zu kaufen. Na gut, ist halt ein Haufen Patte, ne? Ist ein großes Feld. Die Patte muss man halt erstmal haben. Genau. Aber ja, was die zahlen, ich zahle 200.000 mehr. Alles klar. Ja, wie gesagt, das muss ich denen halt nochmal. Also, ich kann, das wurde gesagt, das steigert sich zwar ins Unendliche, das heißt, ich kann jetzt noch nur den jetzigen Preis nehmen, das, was sie jetzt zahlen, da 200.000 draufschlagen und wenn sie das halt nicht, Angebot nicht annehmen, dann kann ich das euch verkaufen, ansonsten geht das halt leider nicht. So würde es funktionieren, das ist richtig. Genau, und wie gesagt, ich würde mich dann einfach nochmal melden, wenn das mit denen geklärt ist. Ja. Da muss ich aber gucken. Wenn sich bis Samstag bei mir keiner meldet, hast du sowieso ausgelaufen und dann. Ist ja nicht das Problem. Wo du gerade hier bist, ne? Schreib dir mal eben hier auf den Zettel. Beziehungsweise Pip, schreib mal mit. Muss man hier auf der Karte gucken, auf der Faltkarte. Da das mit der Reservierung ja anscheinend so gut funktioniert, ne? Schreib's mal auf 46. Und 100 bis 107. Hast du aufgeschrieben? Ja. Gut. Weiß Bescheid. Ja, das mache ich, muss ich noch offiziell fertig machen, weil da muss dann halt noch ein Anteil schon angezahlt werden, so wie die BGA das auch gemacht hat. Und es muss eine Frist gesetzt werden. Ja, ja, alles gut. Wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, sage ich ja, ne, kannst du noch Zettelchen schon mal mitnehmen. Alles klar. Andere Sache. Wann bist du momentan nur alleine unterwegs oder was? Heute noch, ja. Ich hoffe, dass ich ab morgen Formaten wieder da ist. Formatens. Ja, wir müssen uns mal was überlegen. Was weiß ich, dass du nächste Woche mal vorbeikommst und mal den ganzen Laden hier durchreparierst.
muss ich sehen, ob ich bis dahin halt meine georderten Bestellungen erhalte. Ich glaube schon. Ja, dann ist das kein Problem, dann lässt sich das einrichten. Das sollte bis nächste Woche eigentlich kein Problem sein. Gut. Nochmal ein anderes Thema, wenn wir jetzt schon bei nächster Woche sind. Gut. Hau raus, Kapelle. Deine Andeutung von gestern mit den Tankstellen. Ja. Du möchtest dich also in Zukunft aus dem Dieselgeschäft entfernen. Nö, bei mir gibt es immer noch Diesel zu kaufen. Nur die Gratislieferungen, die ich zu den Tankstellen tätige, die fallen weg. Okay. Das heißt, kann man da eine Einigung finden, dass du unterstützt wirst, dass du die dass du für die Lieferung unterstützt wirst und damit die Tankstellen immer noch belieferst? Sprechen wir nochmal über Feld 76. Ja, das kann ich halt so nicht machen, weil da gibt es halt einen offiziellen Vertrag. Alles andere würde ich mich oder würden wir uns strafbar mitmachen. Naja, wie gesagt, guck mal, wie das läuft. Noch beliefere ich sie ja alles gut. Noch läuft der Rube. Alles klar, gut. Wir werden uns da bestimmt schon einig. Das denke ich auch. Achso, und wo wir gerade dabei sind, wir möchten es auch nicht mehr tolerieren, dass hier irgendjemand, wenn wir nicht da sind, Sachen vom Hof wegnimmt von uns. Das ist schon mal so im Raum geschmissen. Wir werden alles jetzt zur Anzeige bringen. Ja, gut, das... So, Herr Bürgermeister, wo Sie gerade hier sind, ne, Herr Bürgermeister, Sie können ja bestimmt mir einen Gefallen tun, ne? Gern. Könnten Sie sich auf Ihrem Tablet mal eben in der BGA einloggen? Sie haben ja die freie Verfügung auf jeden Hof. Ja, die habe ich nicht als Bürgermeister, aber als Händler. Ah, oder als Händler. Ja. Irgendwie passt mir das schon. Ja. Jo, das reicht mir schon. Das Problem ist, da muss einer auf dem Konto digital eingeloggt sein, sonst kann ich den Schlüssel nicht sperren lassen, wissen Sie. Aber wie ihr sagt, Dingens hier, Kirchens. Die einzigen, die jetzt noch einen Schlüssel haben, sind Sie, also der Shop, natürlich die Frau Martens auch, und der Matuschek. Sonst ist hier zappenduster. Weil mir jeder darum sagt, die Leute sich am Wochenende hier bedienen, man weiß nicht genau, was sie rausgenommen haben, ja, dann muss man immer darauf vertrauen, dass sie denn ehrlich sind. Hm. Ja, und den Schaden haben wir und wissen es ja nicht. Ja, das kann ich ganz und voll nachvollziehen. Also ich kann halt auch nur empfehlen, halt noch mit das halt da direkt anzusprechen und nochmal zu sagen, ne, wenn ihr halt, ich meine, das ist ja auch, also für mich jetzt auch wieder, auch wenn das bestimmt für mich in Vergessenheit geraten hat, dass der Landhandel halt einfach samstags zu hat, dass man damit halt im Vorhinein rechnen muss und sagen muss, okay, wenn man halt vorhat, Samstag Feld zu bestellen oder halt Kalken, Düngen, was auch immer, halt im Vorhinein genug kauft. Da meine Informationen garantiert nicht falsch sind, ne? Hat jeder Hof, der hier irgendwas anbaut, die Möglichkeit, Sachen einzulagern. Sogar das LU. Ja, wie gesagt, dann... Ja, wie ihr sagt. Das geht mir nämlich schon ein bisschen auf den Driss, dass hier immer am Wochenende die Leute sich bedienen. Das kann ich genauso. Das wird selber, als wenn die Leute bei dir reingehen und gucken den Katalog und rufen den Händler an und bestellen dann irgendeine Scheiße. Genau, das wollte ich gerade sagen. Na gut, Simon. Dann trink noch deinen Kaffee in Ruhe zu Ende. Kannst du noch dabei setzen, musst du aber nicht stehen. Wir müssen aber weitermachen. Ja, ganz kurz, bevor ihr weg seid. Ich brauche noch die andere Unterschrift, dass ihr die Dings wieder abgeholt habt und dass die heil ist. Die Ach so, da kriegst du auch noch Geld für. Nee, das ist schon geklärt. Das ist schon geklärt, okay. Da, warte mal, hier links oder was? Ja. Beim Kreuz? Gut. Ja, wenn schon bezahlt ist, ich will nichts ausstehen haben, weißt du? So, ich stelle mal hier die leere Tasse hin. Ja, danke dir. Ja, das machen wir schon. Dann macht die Spülmaschine. Alles gut. Gut, dann bin ich auch direkt wieder ein. Okay, hier. Tschüss, Simon. Ciao. Jo, tschüss. Übrigens, ich melde mich dann, wenn der Anhänger da ist. Ja, alles gut. Genau. Das hat keinen Druck, ne? Ich wollte nur Bescheid sagen. Simon, bleib gesund, ne? Ich wünsche dir was. Ja auch. Ciao. Tschüss. Diese miese, verlogene Moped, ey. Wieso? Weiß ich nicht. Ich war ganz nett zu ihm. Ja, ich war erstaunt. Du. Ja, ich bin ein Meister der Kunst im Nettsein.
Meistens. Dass du hier bist, ist ein gutes Zeichen. Das heißt, fällt Dingens, hier ist fertig. Ja, ich hätte schon die Ärmel hochgekrempelt, die Tür zugemacht, dachte, jetzt geht's los, aber... Ja, ich hab doch die ganze Zeit mit der Hand so... Hab ich nicht gesehen, ne? Hast du nicht gesehen? Nee. Ich war bereit. Bereit? Ich hab gebrennt. Ja, gut, Pip, was willst du bitte machen? Willst du denn bei uns in den Spind reinkloppen, oder was? Ja, wir haben so viele Silos hier oder unser Güllelager hier unser, ne? Unser Teich. Na gut, aber das fällt halt auf, wenn neben sein Auto hier steht und er weg ist. Das Auto hätten wir gleich mit entsorgt. Bring mich nicht auf Ideen jetzt hier. Aber jetzt, ich bin da erst später dazu gekommen. Was hat er denn jetzt alles gesagt? Also, irgendwas wollte er doch bestimmt. Ja, wir haben die Hälfte des Erlöses gekriegt. Erlöses wovon? Von der Versteigerung. Ach so, ja. Das heißt, wir haben quasi die Hälfte von unserem LKW wieder gekriegt. Wenn man das ganz genau nimmt und dem Anhänger auch. Also. Klingt einleuchtend. Hä? Ja, lass einfach nicht drüber reden. Ne? Die sind die Verwaltung, die haben es gemacht, also müssen wir dazu hinnehmen. Ja. Nee, auf jeden Fall, das waren 250.000, glaube ich, so circa ein paar drüber. 252.000, ja. Die dazu kamen und die Hälfte davon ist dann an uns gegangen. Das hört sich gut an. So, ein bisschen müde, der Kleine, wa? Ja, ich hatte gerade so einen Müdigkeits- Temperamentsanfall, ja. Ne? Ja. Sauerstoffmangel hier draußen. Und Feld 76 kriegen wir nicht, oder? 76, die haben da wohl angeblich schon eine Anzahlung gemacht oder irgendwie sowas. Aha. Ja, dann habe ich gesagt, gut, egal was die machen, ich zahle 200.000 mehr. Ja. Na, und jetzt steht ein anderes Angebot im Raum. Jetzt muss er natürlich zu denen gehen. Also, wie ich das verstanden hatte, haben die keinen Zuschlag dafür gekriegt. Das heißt, das war keine Anzahlung dafür, dass die das Feld schon mal teilgekauft haben. Ja. So, und der sagte, jetzt am Samstag würde das ablaufen, diese, nennen wir es jetzt dumm dargestellt, Reservierung. Ja. So, das heißt, nächsten Donnerstag darfst du wahrscheinlich Geld ausgeben. Naja, oder die kaufen das am Samstag, ne? Naja, soll man jetzt mal ehrlich sein? Ja. Wovon denn? Naja, einmal die BGA angeschmissen. Glaube ich nicht. Meinst nicht? Kommen nicht so viele Millionen mehr raus. Ja, wir lassen uns überraschen. Würde mich ja freuen. Obwohl auch nicht. Das ist schon ein sehr großes Feld, ne? Aber das wolltest du immer gerne haben, ne? Ja, eben. Ah, das wird schon. So, du wirst jetzt fertig hier mit dem Dreschen. Ja, ich wollte, wir müssen hier noch, warte, wir haben 39.000 Liter Sojabohnen. Da müssen wir natürlich noch die 20% an Herrn Brauer bezahlen, ne? Ja, Sojabohnen, mit was haben wir dann normalerweise angekauft? 900, ne? Und Soja 750. 39 das heißt, mal, ja, sagen wir 800. Ich glaube nicht, dass wir für 750 angekauft hätten. Also da lässt sich keiner drauf ein. Steht auf jeden Fall im Heft. Ja, sagen wir, echt? Steht das da drin? Ja, ja. Was kommt dabei raus? 29.250. Dann machst du 30, dann ist das, das Mittelding zwischen uns beiden und dann... Ja. Aber ruf den vorher an, dass der auch Bescheid weiß, ne? Ja, ja, ich ruf da eben an. Und Bach telefonieren, ne? Ja, ich muss doch erstmal ganze Gerätschaften vom Feld runterholen, ne? Ja, ich fahre in der Zeit düngen, dann ist das Feld erstmal noch unberührt. Ja. Dann sind die anderen Felder schon mal fertig. Gut, bis gleich. Jo, bis gleich. Das war's schon wieder heute für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Kommi da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.